Schocke passen gut zusammen. Beide sind Produkte für Genießer. Beide haben ihren Ursprung in tropischen Ländern und beide sind recht anspruchsvoll in der Herstellung. Kaffeequalität und Schocke-Herstellung hat bei Gob seit Jahrzehnten Tradition. Das Mischen und Rösten der Kaffeesorten aus den verschiedenen Provenienzen braucht viel Fachkenntnis und eine gute Nase. Und das Verfeinern der Gaggobohnen, das Veredeln der Nüsse, der Mandeln oder Sultaninen nach traditioneller Schweizer Schocke-Kunst erfordert einen gefühlvollen Umgang mit diesen Rohstoffen. Für einen gefühlvollen Umgang mit dem Ball sind unsere heutigen Gäste zuständig. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Stefan Kobel und Patrick Heuscher. Hallo zusammen. Hallo. Ihr seid gerade von der World Tour in Mallorca zurückgekommen. Wie ist das für euch so gelaufen? Ja, das ist sehr gut gelaufen. Wir konnten mit dem zwei besten Resultaten der Saison abschliessen und ja, sehr zufrieden. Super, ich gratuliere herzlich. Jetzt, an welchem Anlass kann man euch das nächste Mal sehen? Wir haben jetzt eine kleine Pause und gehen dann im November für 3 Wochen auf Brasilien, wo wir das letzte Turnier von dieser Saison noch spielen. Ihr spielt im Team und darum werdet ihr auch im Team kochen. Und zwar mit dem Andi. Es gibt etwas Süßes, das in England und Amerika eine lange Tradition hat. Heute machen wir einen Pumpkin Pie. Gefüllt mit dem Fleisch der Kürbis, wo man am Halloween aushöhlen und in sonnige Fürchen gefratzen schneiden. Einen grossen gelben Kürbis rüsten und in Stück schneiden. Eine Viertelstunde kochen. Dann abtropfen und die Flüssigkeit auspressen. Die gekochten Stücke mit der Gabel oder Hördöpfelstamm von Pfeifen drücken. Eier, Rahm, Zucker und Honig dazugeben. Mit Zimt, Ingwer und Muskat durchrühren. Den Mürbeteig gut einstechen und die Füllung darauf verteilen. Der Teig Rand in die Mitte legen, mit Ei bestreichen, dann den zweiten Teig drauflegen, wo man eine Deckel gemacht hat, und mit Ei bestreichen und andrücken. Mit dem Rest vom Teig und ein paar Kürbiskernen die Pastete garnieren. Und im vorgeheizten Ofen 40 bis 50 Minuten backen. Das Rezept von dieser feinen Kürbispastete, die man warm oder kalt essen kann, finden Sie auch in der neuen Coop-Zeitung. Sieht gut aus. Viel Vergnügen. Vielen Dank unseren Köchen für die feine Pastete. Dann kommen wir jetzt zum Superspiel. Die Zuschauer hier im Studio haben ihre Karten schon ausgefüllt und ich bitte jetzt einen von euch, eine Karte zu ziehen. Das richtige Lösungswort, das ich hier natürlich nicht verraten, herausgefunden und damit 10'000 Superpunkte gewonnen hat der Herr Andreas Gramm. Herzliche Gratulation, Herr Gramm. Mit diesem Gutschein können Sie sich eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Super, merci vielmals. Dankeschön. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei euch, Stefan und Patrick, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Danke vielmals. Auch Sie daheim können noch mitmachen an der neuen Runde vom Superkartspiel. Einfach die Karten im Laden oder den Coupon aus der Coop-Zeitung ausfüllen und uns bis am 19. Oktober zurückschicken. Zurück zu den Coop-Eigenmarken. 10 verschiedene Coop-Kaffeesorten können Sie ganz nach Ihrem Gusto zubereiten. Als herrlicher Cappuccino, als klassischer Kaffee-Creme oder als rassigen Espresso. Sorgfältig gemischt aus 100% erlesenen Arabica-Bohnen fürs edle und harmonische Aroma oder als temperamentvolle Arabica-Robusta-Mischung. Noch grösser ist die Auswahl bei der Schocke von Coop. 11 süße Schlager wie die Erdbeertafeln, Trüff oder die weisse Sportmix warten jetzt im neuen Kleid auf Sie. Klassiker wie die Milchnuss, Crema oder Giandino versprechen höchsten Genuss und Gaumenfreude. Wie bei vielen anderen Produkten steht Coop Eigenmarken eben auch beim Kaffee und der Schocke für Qualitätskontrolle, frische Garantie und günstige Preise. Wie es der Andi vorher im Rezept schon angesprochen hat, ist bald wieder Halloween. Schon jetzt hat es in unseren Läden ein grosses Angebot an verschiedensten Kürbis. Und man muss sich darauf gefasst machen, dass einem beim Weihnachten bald einmal so einer begegnet. Und hier noch interessante Angebote aus dem Bau und Hobby. Verschiedene Geräte von der Marke Kettler zum Erhalten und Fördern von der Fitness offerieren wir Ihnen zu sensationellen Preisen. Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten. Im Internet läuft zurzeit ein grosser Wettbewerb mit tollen Preisen rund um die Dolbananen.
Wir machen in einer Woche eine Reise in die Heimat von Dol nach Costa Rica und schauen, wie die beliebten Früchte angebaut, geerntet und verschifft werden. Wäre schön, wenn Sie auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.